Herr Minister Ramsauer, seit Jahren wird in Stuttgart gegen Stuttgart 21 protestiert. Seit Ende Juli hat dieser Protest gewaltige Züge angenommen. Es wird dort mehrmals in der Woche protestiert. Die große Teile der Stuttgarter Bevölkerung ist davon betroffen. Sie beteiligt sich an diesen Demonstrationen. Wir haben zuletzt in der letzten Woche eine Demonstration mit 70.000 gehabt. Und man kann sicherlich einschätzen, dass in Stuttgart mittlerweile durch die vielen, vielen Demonstrationen ein Personenkreis von 100.000 bis 200.000 Menschen aktiv an den Protesten gegen Stuttgart 21 beteiligt war. Das heißt, fast die Hälfte der Bevölkerung in Stuttgart hat sich durch aktives Handeln gegen dieses Projekt ausgesprochen. Und vor dem Hintergrund finde ich es schon etwas sehr merkwürdig, wenn Sie diesen Protest als entgegenstehende Kräfte bezeichnen. Das ist sicherlich in den Menschen in Stuttgart klingt das wie eine Verhöhnung Ihres Einsatzes für Ihre Interessen und für Ihre demokratischen Rechte. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Kollege, ich bedanke mich für diese Frage. Aber wenn Sie sagen, es habe seit Jahren Proteste größerer und kleinerer Art gegeben, dann möchte ich aber auch daran erinnern, dass dieses Projekt seit Jahren von einem großen Lager ständig gefordert worden ist. Und ich betone auch, dass heute, wie ich zitiert habe, auch die Landtagsfraktion der SPD im Landtag von Baden-Württemberg ganz offensichtlich nach wie vor dazu steht, und zwar unmissverständlich. Seit an Seit, hat der Spitzenkandidat gesagt, steht er dazu.